Jo Leute, ich bin der Drake und ich begrüße euch zu einem neuen Part Pokémon Weiß. Im letzten Part sind wir in Orion City angekommen, haben die Stadt ein wenig erkundet und sind in die Traumbrache gekommen, wo wir ein neues Pokémon bekommen haben, nämlich einen Vegimark. Dazu sind wir kurz in die Arena gegangen und sind vor dem Arenaleiter stehen geblieben. Zunächst einmal möchte ich mich kurz entschuldigen. Anscheinend ist in den letzten Parts der Sound ein wenig verzögert gewesen, besonders nicht ganz synchron. Es wurde mir in den Kommentaren erwähnt. Ich vermute mal, da ist irgendwas beim Rendern schiefgelaufen oder ich habe da einfach irgendwas nicht richtig synchron zusammengefügt. Oder da ist beim späteren Konvertieren etwas schief gelaufen, das weiß ich nicht genau. Ich schaue, ob ich das in diesem Part wieder in Ordnung bekomme, dass alles hundertprozentig synchron ist. Und ja, dann möchte ich mich noch kurz für alle Leute, die auf den Abonnieren-Knopf bisher gedrückt haben. Das sind inzwischen 112 Abonnenten. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet erstmal, dass es dafür, dass ich ja so lange nichts wirklich gemacht habe, immer so eine lange Pause gemacht habe zwischen den Videos und ich ja erst seit Montag wirklich Videos hochlade, wo ich auch kommentiere, also richtig das Hauptthema auf meinem Kanal mache, nämlich Let's Plays. Damit hätte ich nicht gerechnet. Vielen Dank dafür und auch für das Feedback, das ihr mir bisher gegeben habt auf meine Parts. Es sind noch nicht so viele Kommentare, bisher jeweils ein oder zwei. Ab Part 2 auch, aber views-technisch ist es eigentlich für meine Verhältnisse echt gut. Alle Videos bisher bei um die 15 bis 18 Views. Da haben selbst Leute, die 7000 Abonnenten oder noch mehr haben, beispielsweise der gute Herringway, einer meiner Lieblings-Let's Player, zwar ein etwas kleinerer, aber mit 7700 Abonnenten rund ist er eigentlich gut dabei. Zwar nicht so groß wie jetzt die ganzen anderen, wie Dumtendo, Gronkh oder wer auch immer, aber ist doch auch eine beachtliche Anzahl. Ja, Abonnenten sind die Zahl ist natürlich nicht das Wichtigste. Selbst die haben in der Regel bei weitem nicht so viele Views wie Abonnenten. Das ist nun mal so, niemand schaut sich unbedingt nur etwas an, was ihm nicht gefällt. Wieso er nicht interessiert. Das ist halt YouTube. Ja, zum Part. Ich habe meine Pokémon ein wenig trainiert. Also meine anderen Pokémon neben meinem Starter. Ja gut, das werdet ihr jetzt nicht sehen. Ich habe mal einen Floink, das ist weiterhin auf Level 14. Dann habe ich das Vegimark, was wir geschenkt bekommen haben. Was nebenbei ein hitziges Wesen hat. Ja, kann man nehmen. Das habe ich auf Level 12. Gebracht. Dazu habe ich noch das Nagelotz, was wir, ja gut, das hat ein Scheißwesen. Minus Angriff ist nicht so toll für ein physisch angreifendes Pokémon, aber egal. Das habe ich ebenfalls auf Level 12 gebracht und das Yorklef, ein neutrales Wesen hat es, ist ebenfalls auf Level 12. Ja, dann, damit ich sie auch ab und zu mal einsetzen kann und mal etwas Abwechslung reinkommt. Ich weiß nicht, ob ich das am Ende wirklich mache. Werden wir dann mal sehen. Ich gebe meinem Flönkchen noch
eine Sinelbeere zum Tragen für den Arena-Kampf. Denn damit machen wir nun weiter. Und da sehen wir auch schon jemanden, nämlich Benny. Den haben wir vor der Arena getroffen im letzten Part. Und ja, er ist ein Arena-Leiter vom Einer. Das werden wir jetzt sehen. Willkommen in der Pokémon-Arena von Orion City. Ja, hinter ihm versteckt sich nämlich ein weiterer. Ich bin der feurige Mike, der dir mit seinen Feuerbohren einheizt. Und ein weiterer. Wasser ist mein Element. Colin der Name. Sehr erfreut. Im Kreis drehen. Und ich bin Benny. Mein Herz schlägt für Pflanzen-Pokémon. Nochmal im Kreis drehen. Juhu. You spin me right around. Okay, ich kann nicht sehen. Entschuldigung. Also, du fragst dich bestimmt, was der Auftritt zu dir soll. Lass mich das erklären. Je nachdem, welches Pokémon unser Gegner am Anfang gewählt hat, entscheiden wir abhängig vom Typ, wer von uns dreien antritt. Das ist aber nicht ganz fair. Ja, so ist das. Und ein erstes Pokémon war offensichtlich vom Typ Feuer. Ja, deshalb bin ich da. Nemesis. Ich, Colin, bin daher dein Gegner und mach dich jetzt nass. Du willst mich nass machen? Aha. Okay. Du willst mich feucht machen? Nein. Gut, speichern brauche ich nicht. Dann würde ich einfach mal sagen, here we go. Wie schön für dich. Du trittst gegen die Nummer 1 von uns dreien an. Ja, das wird natürlich jeder von denen sagen. Die sagen, geben doch nicht zu, dass sie die nicht der Stärkste unter denen ist. Aber was wollen die eigentlich machen, wenn man nicht seinen Starter-Pokémon beim Professor bekommen hat? Vielleicht mit dem Yorkliff angefangen hat? Da haben sie keinen Typenvorteil mehr. Dann ist es, denke ich mal, egal, wen sie nehmen, oder? Ja, er leadet mit einem Yorkliff. Das gluten wir doch einfach mal ein wenig rum. Kraftschub erhöht den Angriff. Eine Attacke, die ist... Ja, beide Angriffe nebenbei. Eine Attacke, die es seit der 5. Gen, glaube ich, erst gibt. Also ist nicht die... Also nicht so, dass es diese Attacke erst seit, also schon länger gibt. Wie so einige Attacken. In jeder Gen gibt es normalerweise immer mal eine Attacke, die neu eingeführt wird. Da sind jetzt auch das Fläunchen eine Sinelbeere ist. Ja, das ist jetzt ein bisschen... Ja, Mitnahme funktioniert auch so, wie wir sehen. Wenn der Gegner ein Item nutzt, was er trägt... Nutzt er es auch selber. Ansonsten ist Mitnahme nur so, also es wirkt nur so, dass es, wenn man rumläuft, random irgendwelche Items aufschnappt und es dann trägt, die man sich dann nehmen kann. So hat man geschenkte Items. Ja, sein Signature-Pokémon ist ein Sodamak, das Wasseraffen, also der Wasseraffe. Kann auch Kraftschub, das nutzt dir nur sehr wenig, weil du deine Wasserattacken, na gut doch, klar ist, erhöht ja alles. Aber wir haben den Brokkoli-Kopf. Das Vegimak. Am Ernst, dein Kopf da oben, was es da hat, sieht irgendwie aus wie so eine Art Brokkoli. Was aber passen würde, da es ein Pflanzen-Pokémon ist. Und eine Pflanze, die jetzt nicht die beliebteste Pflanze ist. Naja, gut. Ich mag Sodamax sowieso am wenigsten von den dreien.
Ich muss sagen, die Weiterentwicklung von Vegimak, Vegicheater heißt es, finde ich beinahe schon am coolsten. Naja, nach den Regeln der Pokémon-Liga steht jetzt dieser Arena-Orden zu. Yay, ein, ja, komischer Zackenorden, der jetzt stylisch in unser Case kommt. Drake erhält von Colin den Tri-Orden und in dem Orden waren auch alle drei Farben von den dreien drin, also Rot, Blau und Grün. Wieso redet jetzt Benny mit uns und nicht Colin, den wir gar bekämpft haben? Na gut, er wurde Anführer von ihnen. Na gut, er war ja um Anime die Hauptfigur von den dreien. Die Arena-Orden sind ein Zeugnis für die Stärke des Trainers. Besitzt du einen Orden, befolgen auch im Tausch erhaltene Pokémon bis Level 20 deine Befehle. Und das hier ist ebenfalls für dich. Kraftop. In dieser TM83 befindet sich Kraftop. Setzt du Kraftop ein, werden dein Angriff und Spezialangriff stärker. Technische Maschinen kannst du übrigens beliebig oft einsetzen. Ja, das ist... auch eine Neuerung seit der 5. Gen, die es eigentlich schon Ewigkeiten geben sollte. Man kann TMs nun so wie VMs so oft einsetzen, wie man will. Tada, ich bin Vivian. Professor Escher hat mich gebeten, dir und deinen Freunden etwas zu geben. Du folgst mir am besten. Lass mich doch erstmal ins Pokémon Center gehen. Und Flonk ist ein klein wenig angeschlagen. Naja. Ihr wollt also alle Pokémon in der Einhalle-Region treffen, nicht wahr? Naja, nicht unbedingt. Oh, zur Treppe bitte hier entlang. Solange ich die Pokémon habe, die ich ins Team nehmen will und Legis fange und Champ werde, muss ich nicht alle Pokémon fangen, aber egal. Mein Zimmer ist hier oben. Bitte, komm doch mit drauf. Du lässt mich in dein Zimmer ein? Naja, hier sieht es ein bisschen ungewohnt aus für ein privates Zimmer. Wird wohl eher eine Art Labor sein, ne? Ich stelle mir am besten nochmal vor. Mein Name ist Vivian. Wie du sehen kannst, bin ich Wissenschaftlerin. Bei meinen Forschungen beschäftige ich mich übrigens mit dem Pokémon-Training. Mit Professor Esche bin ich schon seit unserer Studienzeit befreundet. Sie hat mich gebeten, euch zu unterstützen. Und das tue ich dann auch gleich mal. Hier, das sollte sich als nützlich erweisen. Eine versteckte Maschine. VM01 Zerschneider. Die Pokémon können auch Attacken erlernen, die außerhalb des Kampfes einsetzbar sind. Mit dieser VM kannst du deinem Pokémon die Attacke Zerschneider beibringen, mit der man kleine Bäume fällt. Und genau wie die technischen Maschinen, kannst du die versteckten Maschinen so oft benutzen, wie du willst. Toll, was? Allerdings ist es schwierig. Mit einer VM erlernte Attacken wieder zu vergessen. Und dürfte ich dich vielleicht um einen klitzekleinen Gefallen bitten? Muss das sein? In der Nähe von Orion City liegt die sogenannte Traumbrache. Dort findet man einen Pokémon namens Somnian, welches den Traumdunst absondert. Und den will ich haben. Mit Hilfe dieses Dunstes steht uns nämlich die Spielsynchro zur Verfügung. Wir sind dann in der Lage, die Daten verschiedener Trainer zu sammeln. Okay, wenn es denn sein muss. Wer bist du? Bist du ein Trainer? Dann verwendest du doch sicher ab und an den PC im Pokémon Center. Ich verwalte die Boxen und mein Name ist Rubina. Sag mal, weißt du über die Kampfbox Bescheid? Ja.
Großartig, in der Kampfbox kannst du die Pokémon registrieren, die dir häufig im Kampf einsetzt. Ja, wieso erzählst du uns das nochmal? Ja, das hat was für Online-Kämpfe. Sozusagen zu tun, dass man diese Pokémon dann in Kämpfen verwenden kann. Aber erstmal Pokémon heilen. Ja, du sollst meine Pokémon wieder fit machen. Und sie will nichts dafür haben. Na, wer kennt's? Das war bei einem Together-Let's Play eines anderen YouTubers, dem guten Sui Shumaru und dem Regi Bang. Beides recht bekannte Pokémon-Let's Player auch. Und unter den beiden, also bei denen schaue ich eigentlich sogar am liebsten die ganzen Pokémon-Let's Plays, wenn ich ein Pokémon-Let's Play schaue. Da muss man auch kurz sagen, Legi, sein Pokémon Schwarz Let's Play war das. Das erste Pokémon Let's Play, was ich selbst angeschaut habe. Beziehungsweise überhaupt das erste Let's Play, das ich jemals gesehen habe, war sein Pokémon Schwarz Let's Play 2011. Ja, und hier sollten wir nämlich nebenbei hin. Mit VM Zerschneider können wir hier den Busch zerschneiden und hier nun weitergehen. Und da taucht auch schon Bell auf. Oh, Drake, suchst du auch nach dem mysteriösen Pokémon? Was für ein mysteriösen Pokémon? Das Somnium, was Vivian sucht? Hast du auch gerade diese Geräusche hinter der Wand gehört? Lass uns nachsehen gehen. Okay, aber vorher... ja, ich setze mal kurz das Yorkleff ein. Wie gesagt, mal ein bisschen Abwechslung. Kann ja nicht schaden, ein anderes Pokémon einzusetzen, als immer nur Floink. Auch wenn Floink vorerst mein einziges Team-Pokémon ist. Also mein Haupt-Team-Pokémon. Hey, warte! Oh, wer seid ihr denn? Da haben wir ein Somnian! Los, stoß schnell dein Traumdunst aus! Moment mal! Wer seid ihr Typen? Was macht ihr hier? Wer wir sind? Wir sind Tag und Nacht im Einsatz, um die armen Pokémon von dem Joch der törichten Menschen zu befreien. Wir sind Team Plasma! Jetzt habe ich beinahe ins Mikrofon gerotzt. Hoffentlich hört man das nicht zu stark ploppen. Wenn doch, tut mir leid. Was wir hier machen? Die Pokémon Somnian und Somnivora stoßen den sogenannten Traumdunst aus, der allerlei Träume beschert. Mit diesem Traumdunst werden wir endlich die Pokémon von ihrem Joch befreien. Wir müssen den Menschen auf der ganzen Welt nur einen Traum zeigen, indem sie alle ihre Pokémon freilassen. Und dafür schlagt ihr ein hilfloses Somnium mit den süßen Blümchen auf den Rücken. Hey, wir... bald mit dem Traumdunst? Tätet ihr das Pokémon etwa damit, es den Traumdunst absondert? Wie grausam, wieso tut ihr sowas? Ihr seid doch auch Trainer. So ist es, wir sind auch Pokémon-Trainer. Doch im Gegensatz zu euch kämpfen wir, um die Pokémon zu befreien. Und wir befreien die Pokémon, indem wir Kämpfe gewinnen und den Trainern dann ihre Pokémon wegnehmen.
Das sah aber ein bisschen anders da aus, was du gerade mit diesem Somnian auch gemacht hast. Und so oft, wie ich euch schon damals platt gemacht habe, seid ihr nicht sonderlich stark. Tut mir leid, mein Kleiner. Genau so werden wir auch eurem Pokémon die Freiheit schenken. Was kannst du eigentlich selbst, Bell, oder? Hä? Kannst du überhaupt... Ja, die sehen ein bisschen aus wie Ritter, oder? Irgendwie ja schon, mit dieser... Könnte so eine Art Rüstung sein. So eine komische Haube, was die damals ja auch auf hatten. Du greifst mal mit dem Biss an. Du beißt das Naglotz oder das Nasenrotz. Und es flincht auch noch, das ist doch schön. Ja, mit Geduld schaufelst du dir dein eigenes Grab, weil du, ja, jetzt eh tot bist. Tja, die Trainer sind halt nicht so die Schlausten. Hast du den Kampf gegen ein Kind auf die leichte Schulter genommen? Wie dem auch sei, jetzt komme ich. Gib's doch einfach zu, ich bin stärker als ihr. Nur weil ich ein Kind bin, heißt das nicht, dass ich schwach bin. Team Blasma... du bist also auch männlich, weil da steht Rüpel und nicht Rüpelin. Oder gibt es überhaupt eine weibliche Version von Rüpel? Rüpeline? Rüpelin? Rupine? Irgendwas? Heul mir nicht die Ohren voll. Kleines Felilu. Mal im Ernst gesagt, über den Augen sieht es so komisch aus, als ob die Augenlider so nach oben gespreizt sind, oder? Als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich das wirklich. Also ob die Augenlider so nach oben sind. Also richtig gespreizt. Naja, gut. Das gibt's doch nicht. Wir haben beide verloren. Aber wir brauchen den Traum sonst unbedingt. Und hau uns deshalb wieder irgendwas in seinen... Anus. Wollte ich schon. Ja, gut. Das sieht halt so komisch aus, was der da macht, ne? Vor allem, es tut ihm... Ja, egal. Jetzt bald? Stößt du wohl endlich den Traumdunst aus? Hör schon auf! Oh, geht's es? Was soll das hier werden, wenn es fertig ist? Du hast einen Double? Oder einen Klon? Jutsu der 1000 Schatten-Doppelgänger? Bist du Naruto? Nein? Okay. Wir von Team Plasma haben es uns zum obersten Ziel gemacht, alle Pokémon aus der entwürdigen Knechtschaft zu befreien, die in ein... das törichte Menschengeschlecht aus niederen Beweggründen aufgezwungen hat. Er kann sich auch noch teleportieren. Doch wenn ihr dieser ehrenwerten Aufgabe nicht gewachsen sein solltet, das ist nicht der Gizis, der seine Anhänger um sich schart oder mit beschönigten Reden die Leute zu betrügen versucht. Nein, das ist der Gizis, der erbarmungslos bestraft, wenn man versagt hat. Wir verschwinden besser, bis er sich wieder beruhigt hat. Tu das. Und da kommt ein weiteres Pokémon. Was war denn das gerade? Dieser Gizis ist mal da, mal dort? Der eben war doch nicht echt, oder? War das vielleicht nur ein Traum? Und dieses Pokémon. Wer schreit da? Ach, Vivian. Ich konnte einfach nicht mehr länger warten. Ich musste herkommen. Huch, ein Somnivora?
Ha! Ein Pokéball, meiner! Nein, ich kann ihn nicht nehmen. Mann, was ist hier passiert? Oh, Vivian! Also, da war zuerst der Somnian, aber dann kam Team Plasma und dann kam plötzlich das Somnivora. Das hat uns wohl einen Traum gezeigt. Und die Plasma hat dann... Verstehe. Somnivora ist die Weiterentwicklung von Somnian, weißt du? Und als es merkte, dass das Somnian in Schwierigkeiten steckte, hat es seine Fähigkeit eingesetzt, um einen Traum wahr erscheinen zu lassen, werden lassen, whatever. Ein Traum, der das Somnian rettet. Oh, einen Moment mal. Hüpf, hüpf. Ist das etwa der Traumdunst? Möglich. Aber wieso liegt er in einem Pokéball? Wie können Items überhaupt in einem Pokéball sein? Muss man das verstehen? Nein? Gut. Damit kann ich meine Forschung vollenden. Kommt doch nachher bei mir daheim vorbei. Tschüssi. Puh, das war vielleicht ein Tumult. Drake, warum schaust du nicht bei Vivian vorbei? Ich werde derweil das Pokémon von ihm suchen. Mach das. Ich schaue mich hier trotzdem noch ein klein wenig um. Hier gibt es nämlich ein Item, ein Pokéball. Dann hier oben noch. Ich hoffe, man hört meine Tastatur nicht so sehr beim Rumklackern. Hier liegt ein Schutz. Weil ich höre meine Tastatur trotzdem. Obwohl ich Kopfhörer auf habe und den Ton halt noch, also den Ingame-Sound habe und mich selber reden höre. Trotzdem höre ich die Tastatur, deshalb hoffe ich, dass man die nicht zu sehr hört. Wenn doch, dann ist das halt so. Kann ich auch nichts daran ändern. Ich habe keine andere Tastatur, die ich nehmen kann. Aber ist ja auch egal. Ja, wir sollen jetzt erst einmal, das hat uns Bell ja schon gespoilert, zurück zu Vivian gehen. Die ist wieder zurück in ihrem Wohnung. Hallo Vivian. Tada! Wieso springst du eigentlich immer? Jeder hat so seine Macken. Dank euch bin ich endlich im Besitz des Traumdunstes. Damit können wir jetzt die Daten verschiedener Trainer sammeln. Spitze! Zum Dank habe ich es so eingerichtet, dass du ab jetzt das Siegier verwenden kannst. Mit Hilfe des Siegiers kannst du per Infrarotverbindung, drahtloser Datenübertragung und so weiter kommunizieren. Ja, und da kommen wir auch schon zu etwas, was inzwischen beinahe komplett unnötig ist. Nein, einschalten tun wir es nicht, weil es bringt nichts. Willst du das Siegier in Betrieb nehmen, musst du dazu das Einschaltsymbol rechts unten berühren, was man jetzt gerade nicht sehen kann, aber egal. Sobald du es eingeschaltet hast, kannst du das Fragezeichen-Symbol rechts unten berühren, um dir die Erklärung, ja, ist gut. Also, zum Thema Spielsynchro. Ich würde dir gerne ein paar Dinge zu diesem System erklären, das uns erlaubt, die Daten verschiedener Trainer zu sammeln. Kannst du dir etwas Zeit nehmen? Eigentlich ja nicht, aber okay. Die Spielsynchro ermöglicht unter Verwendung des Traumdunstes den Zugriff auf die Erinnerungen schlafender Pokémon. Genauso können wir die Daten von Trainern aus aller Welt sammeln. Aber das ist noch nicht alles. Pokémon, die per Spielsynchro schlafen geschickt werden,
wurden, träumen im Schlaf. Ja, träumen tut man normalerweise immer im Schlaf. Selbst am Tag träumen. Wenn du so ein Pokémon dann erwächst, mit seinem Traum in der Kontaktebene, die im Zentrum der Einer-Region liegt, Realität. Die Spielsynchro ist schon was Tolles, oder? Hat dies dein Interesse geweckt? Wenn dich das Ganze interessiert, dann schick auch du deine Daten. Alle Einzelheiten habe ich im PC dort hinten zusammengefasst. Also wirf dir mal einen Blick drauf. Rubina, wer bist dich? Oh, Trainer. Vielen Dank, dass du meiner Schwester geholfen hast. Hier ein kleines Dankeschön. Nur keine falsche Bescheidenheit. Das Adressbuch. Über die Nintendo Wi-Fi Connection, ja, das ist ein anderes Thema, erzähl ich gleich, kannst du mit allen im Adressbuch eingetragenen Freunden Pokémon-Kämpfe bestreiten und Pokémon tauschen. Wie das genau geht? Ganz einfach. Trage den Freundescode des Freundes, den du registrieren möchtest, entweder manuell in das Adressbuch in deiner Basis-Item-Tasche ein oder registriere ihn über die Infrarot-Verbindung des Siegiers. Meine Güte, da kackt schon die Stimme ab. Ja, das Siegier ist so eine Sache. Die meisten Funktionen davon kann man inzwischen nicht mehr nutzen. Halt alles, was mit Wi-Fi zu tun hat. Das liegt einfach daran, dass die Nintendo Wi-Fi, also die Server, die Internetserver, über die man alle Online-Funktionen des DS und der Wii nutzen, über die man spielen konnte mit auf diesen Konsolen, sind seit dem 20.05. ...2014 abgeschaltet. Das lag einfach daran, dass die Firma, also Nintendo, hat die Server nicht selbst gestellt, soweit ich weiß. Ich weiß nicht mehr, wer das genau war, aber eben diese Firma, die diese Server gestellt hat, ist pleite gegangen. Oder sonst irgendwie, dass die nicht mehr leisten konnten. Und deshalb mussten die Server runtergenommen werden. Nintendo hat keine neuen Server mehr bereitgestellt. Wahrscheinlich aus dem Grund, weil es nicht mehr lohnte. Die Wii war zu dem Zeitpunkt schon sehr lange draußen. Ich glaube, 8 Jahre waren es sogar. Und die Nachfolgekonsole, der 3DS und die Wii U, sind ja inzwischen längst draußen gewesen zu dem Zeitpunkt. Und da haben die sich wahrscheinlich gedacht, es lohnt sich nicht mehr für die alten Konsolen die Server am Laufen zu lassen. Einfach aus dem Grund auch, weil sehr viele Spiele so gut wie kaum noch online gespielt worden sind. Die beliebtesten waren, glaube ich, noch Mario Kart Wii. Das Spiel, was ich selber auch sehr viel gesuchtet habe und ich bestimmt über 1000 Spielstunden drin habe. Wahrscheinlich noch bei weitem mehr. Und auch sehr viel im Zeitfahren gemacht habe, genauso wie inzwischen Mario Kart 8, was ich seit über 600 Spielstunden habe, wovon die meisten, also bestimmt 400 bis 500 Stunden, also der Hauptteil davon im Zeitfahren war. Ich bin bei weitem noch nicht so gut, dass ich einen Weltrekord fahren könnte. Meine beste Zeit war da 2 bis 3 Sekunden hinter dem Weltrekord. Ja, da wurde leider noch nie etwas.
aber teilweise an Deutschlandrekord kam ich teilweise schon dran. Das war schön. Ja, das Sieg hier ist deshalb einfach, weil man da die WLAN-Funktion, also die Internetfunktion, nicht mehr nutzen kann. Doch teilweise etwas unnötig geworden. Ich glaube, die die Spielsynchro kann man nicht mehr nutzen. Und ja, online kämpfen und tauschen kann man nicht mehr machen. Was nebenbei auch bei allen DS- und Wii-Spielen der Fall ist. Gut, bei manchen Spielen wurde von einem englischen User, ich glaube aus Amerika ist der, ich weiß nicht mehr, ich glaube das war Mr. Bean 3.